Yogagni. Yogagni, auch geschrieben Yogagni, ist das Feuer des Yoga. Yogagni oder Yogagni ist ein Sanskrit-Wort, der bezeichnen will, dass durch Yoga dein inneres Feuer entbrennen kann. Das bezieht sich auf Verschiedenes. Eben zum einen, manche Menschen, wenn sie mit Yoga beginnen, entflammen sie in Liebe zur höheren Wirklichkeit. Es entflammt das Feuer des Yoga und dieses Feuer des Yoga verbrennt alle Verhaftungen, verbrennt alle ihre Identifikationen, alle Wünsche und so weiter. Durch Yogagni, das Feuer des Yoga, kommst du zum Höchsten. Was auch heißen soll, selbst wenn dein Mumukshutva, dein Wunsch nach Befreiung noch nicht so intensiv ist, praktiziere einfach Yoga. Durch das Praktizieren von Yoga wird Yogagni, das Feuer des Yoga, entbrannt. Und dieses Feuer des Yoga, das hilft dir, zum Höchsten zu kommen. Yogagni bezieht sich auch auf eine innere Erfahrung. Menschen, die intensiv Yoga üben, spüren manchmal inneres Feuer. Das innere Feuer verbrennt alle Unreinheiten. Manchmal sind dort Nadis blockiert, Energiekanäle blockiert, manchmal sind die Chakras zu. Yoga aktiviert Prana und dieses Prana, wenn es an Widerstände stößt, wird zu Agni, zum Feuer. Und dieses Feuer kann dazu führen, dass du dich sehr heiß fühlst, sei es am ganzen Körper, sei es an einem bestimmten Körperteil, sei es in der Wirbelsäule, sei es woanders. Wenn du durch die Praxis von Yoga irgendwie Hitze erfährst, dann mach dir keine Sorgen. Das ist ein gutes Zeichen. Das Feuer des Yoga verbrennt alle Unreinheiten. Yogagni ist auch zum anderen ein Ausdruck für die Intensität, die Menschen manchmal bekommen, wenn sie Yoga üben. Du hast mehr Prana, du hast mehr Energie und damit hast du auch mehr Feuer. Und damit brennst du auch dafür, Gutes zu bewirken. Yogagni, wenn Yogagni entzündet ist, dann hast du großen Enthusiasmus und große Kraft, wirklich über alle Schwierigkeiten hinauszuwachsen, um das Höchste zu erfahren. Yogagni, das Feuer des Yoga.